Moin Moin Freunde des Eisensports und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute ein kleines Special, denn wer mir auf Instagram folgt, wird es mitbekommen haben. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, folgt mir auf Instagram, denn da gibt es immer mal ein bisschen mehr Content als hier. Vor allem auch kürzeren. Wie gesagt, wer mir da schon folgt, wird es mitbekommen haben. Die Freitagseinheit ist leider ausgefallen. Total nervig. Sowas nervt mich immer sehr. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ich lasse ungern Einheiten ausfallen. Nur diesmal ging es wirklich nicht. Ich hatte die Zahnschmerzen des Verderbens, weil sich wieder irgendeine Kleinigkeit entzündet hat. Ich habe leider das große Glück, wenn ich eine Erkältung habe oder einen Schnupfen, kann es sein, dass sich das in meinen Kieferhöhlen-Zahnwurzeln niederschlägt. Und das war jetzt wieder der Fall. An sich war es keine große Sache, aber die Schmerzen waren echt übel. Deshalb war kein Training angesagt, sondern Zahnarzt. Die 2 Stunden habe ich dann dazu gebracht. Der hat mir dann die Zahnkanäle schön ausgefeilt und seitdem bin ich wieder schmerzfrei. Deshalb, da ich ja letzte Woche nur die Montags- und Mittwochseinheit gemacht habe, mache ich diese Woche von dem Plan nochmal die Mittwochseinheit und die Freitagseinheit. Und da ist ja theoretisch heute ein freier Tag. Also, was macht man da? Richtig, wir maxen auf der Bank aus. Deswegen fangen wir jetzt aber an mit Aufwärmen. Erstmal leere Stange, ein bisschen Blut durch die Schultern und Brust pumpen. Das Aufwärmen ist jetzt fast vorbei. Ich ziehe das jetzt hier noch als letzten Aufwärmer. Das ist 5 Kilo unter meinem Startversuch von Insanity. Also 250, um genau zu sein. Ich sage deshalb Aufwärmer, weil wenn ich ausmaxen will, will ich natürlich möglichst eine bessere Leistung bringen als vorher. Sprich, bis jetzt ist die beste Leistung 270 im Training wie im Wettkampf. Deswegen wärme ich mich quasi noch für ein PR auf. So. Ein bisschen schwerer als die 220. Mal gucken, was ich jetzt drauf packe.
Ja! Ja! Neuer PR, 275 Kilo. Und er war gar nicht so schwer, wie ich es erwartet hätte. Ja! Nachdem die 275 ja eben relativ gut ging, habe ich die 280 aufgelegt, habe sie gerade einmal gefehlt und so clever wie ich bin, habe ich vergessen, es zu filmen. Und das heißt, ich habe nicht auf Aufnahmen gedrückt. Also müssen wir das Ganze wiederholen. So oder so wiederholen, weil ich auch glaube, ich habe sie knapp gefehlt, weshalb sie nicht unmöglich sind. Also wollen wir doch schauen. Das wäre natürlich der richtige Moment, um auf Pause zu drücken und unten in die Kommentare zu schreiben, ob ich es schaffe oder nicht. Auf jeden Fall weiter oben als bei dem Versuch davor. Oh, hätte ich die gleich so gedrückt, wären sie oben gewesen. Fuck! Aber man sieht, Safeties sind eine schöne Sache. Niemals ohne alleine trainieren. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt werde ich die Hand ein bisschen abbauen. 200 drauf machen. Und dann gucken wir mal, was damit noch drin ist. Jetzt noch etwas, was ich echt lange nicht mehr gemacht habe. 200 Kilo Bankdrücken auf Reps. Puh, ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht nach dem Fail. Und mal gucken, was wir heute rausdrücken können. Zentimeter gefehlt bis zum Lockout. Aber 12x200 dürfte, selbst 11x200 dürfte ein PR sein. Aber ich glaube, das höchste, was ich meinte, war 9x202,5. Das ist ja kaum ein Unterschied. Also von daher. Ja, dafür, dass man so aus dem Blauen raus heute war. 275 Kilo roh mit guter Ablage, selbst rausholen, rausheben und ohne Gehype, ist ganz okay. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. 11 oder wie man sieht, mit 12x200, wir sagen jetzt mal 12x200, auch okay, freut mich auf jeden Fall. Wie ich in euch erpuste. So, jetzt zum Schluss natürlich noch das Gebettel und Hausiere. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich auf den Weg zu den 300 Kilo Bankdrücken oder die 950 Kilo im Total oder zur Top 5 in der Strongman Pro League unterstützt, bei God's Rage vorbeischaut, einkauft und meinen Code benutzt. Dafür werde ich euch mega dankbar. Und kleiner Tipp, ab Mittwoch, dem 27.11. bis zum 1.12. ist die Black Raven Week, also quasi der langgezogene Black Friday bei God's Rage, zuschlagen und extra sparen mit meinem Code.
In diesem Sinne, Rock'n'Roll.